Familie wohnt ja nicht mehr in der Straße. Ja, Chris, lauf mal lieber ganz schnell weg. Ich bin von der NSA, so sieht's aus. Ich habe doch gerade einen Gen gesehen beim Spawn. Warum ist der jetzt weg? Er mag dich nicht. Weggelaufen, weil. Nee, genau. Doch. Oh, hi! Oh mein Gott, kann das einer bitte klippen? Ist gerade schwer. Was macht ihr? Gut. Die Party wird vom Geist War überfordert. Tut mir leid. Er ist unsichtbar und kriegt eine Palette in die Fresse. Was ist daran so schwer? So Nein, er super. stand auf einmal vor uns und ich konnte halt nicht weg. In dem Moment. Und dann bin ich nach links, rechts, links. Also sie hätte weggekonnt, aber sie ist halt erstmal im Kreis gelaufen auf dem Fleck. Du siehst mich nur, mein Perk geht an, ich gucke in die Richtung, kam noch gar nicht dazu, Worte zu finden und sie so, läuft im Kreis. Super. Läuft bei euch. Läuft. Könntest du bitte meine Brillenputztücher Vor allem lassen? hat Zeni halt einfach viel früher realisiert, dass es halt ein Geist ist. Deswegen war ich einfach so überfordert. Wo lang? Komm ich Ey, lass mich hier raus, du Arschgeige! Gott, war der super. Ihr könnt ihn ab. Ihr könnt sie mal abhängen. Der Killer ist ein Arschgeigenfresssack. Der hat mich extra blockiert. Unsichtbar. Oh, Gryffindor. Also aufpassen. Lasst euch nirgendwo eine Tür rein. Blockiert gerne. Wunsch. Ist er. Könnt ihr bitte meine Brillenputztücher in Ruhe lassen, Aslan? Ja, leg dich. Immer diese Brillen. With a girl on fire. Sagt vor allem die richtige. Hey! Da ist wieder ein Pip weg. Leck mich. Ja, klar. Du wolltest doch droppen. Was willst du eigentlich? Aber doch nicht so schnell! Also ich glaube, sie wollte schon das Spiel ein bisschen genießen. Ja, sie kann doch. Also noch ist sie ja nicht tot. Noch hängt sie ab und kann zugucken. Ich glaube, er kommt Dschungel. Ach, herrlich. Kannst du sie holen? Ja. Ich bin zumindest unterwegs dann. Sie ist. Du crouchst und Lol, ja, er blockt mich. Alter, bist du schlecht, Mann. Ja. Übelstes Bodyblock. Also, machen Survivor genauso. Warum sollen Killer das nicht machen? Wow, ich sehe es gerade im Stream. Habe ich gesagt, lasst euch nicht in die Ecke drängen, wo ihr nur. Wo ihr kuscheln müsst, um rauszukommen. Nicht gute Idee. Ja, ich bin eh down. Sonst kriegt das ja nicht geschissen. Kati, komm mit. Du hast ja heiße Stiefel an mit Flammen. Heiß, heiß. Moni, bist du in der Nähe? Nee. Nee, die ist unter uns. Geht gerade runter. Geht gerade rüber zu sehen. Der wird wahrscheinlich Barbecue und Chili haben. Ja, kann sein, dass wir noch ein bisschen. Er ist zu mir gekommen. Komm wieder runter da. Danke. Danke für den Clip. Oh shit. Da hat ich mir gleich mal angucken. Falls der richtig ist. Danke für den Clip, Chris. Sehr, sehr lieb. Ist der Clip, wo du sie auf dem Fleck getanzt hat? Ja. Sehr schön. Will mir nachher auch mal angucken. Ich geh down. Mit Ansage. Was bei dir? Ich geh down und dass er schneller wieder sichtbar wird. Mit Tinkerer wahrscheinlich. Meine Spur verrät mich. Ja, er hat mich gesehen. Nope, hi. Hallo. Hallo! Du liegst mir zu Füßen. Ja. Er hat mich halt gehauen.
Kannst jetzt kommen. Hatte ich vor. Komm mal. Wir gehen. Hängt mich in den Waschraum. Tja, wo ist wenigstens schön sauber, ne? Er kommt zurück. Naja, schaffen sauber. Schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das. Ja. Wir sehen. Da will ich jetzt nicht durchgehen. Mein Fenster. Nö, nö, alles gut. Er jagt dich. Danke. Darf ich's diesmal? Ich glaube auch. Er jagt nicht mich. Die hat noch mal kurz dran gefasst. Hallo, Mr. Geisty Boy. Was sagen? Wo war hier ein Sch- Da. Ich gehe gleich wieder down, weil hier nichts ist, weil die Map so behinderte Scheiße ist. Ha. Na, hallo, Sweeney. Hi. Oh, Mann. Kommt zu dir, Mondi. Ich weiß. Mondi ist dann gleich down. Naja, sie wollte ja eh down. Wir haben den letzten. Aber ich habe wenigstens ein Genfeuer noch fertig gemacht. Oh. Kommt jemand zu mir? Ja. Ich bin schon unterwegs. Er bringt Mondi zu mir. Was? Ist gerade an mir vorbeigelaufen mit Mondi auf der Schulter. So, ich dachte, er legt sie bei dir ab. Nee, er will bloß in der Nähe bleiben. Ich wickel dann mal. So, Adrenalin. Mondi? Ist in den Ausgang. Er ist bei mir, ich bin tot. Du hast ein... Oh, warte, er ist nicht im Alter. So. So, wo sind hier die Ausgänge? Also müssen wir hoch. Von uns aus, hinter uns rechts ist einer. Und hoch. Nope, bitch. Voll gesehen. Hab hoch gefunden. Würde. Sehr gut. So, und jetzt links halten, links. Pass aber auf, er ist auch oben, ne? Ausgang offen, oder? Nein. Hier. Unlucky. Hallo. Er ist übrigens hinter. Hallo, Mia. Warum? Aha. Hallöchen, Pöbelchen. So. Ich suche so lange den anderen Ausgang. Okay, Tama, okay. Läuft bei euch. Ja. Ah, hier ist keine Palette gespawnt. Die läuft tatsächlich wirklich. Ich weiß nicht. Bist du sicher, dass wir dich nicht hier lassen sollen? Wieso? Ist ja nicht die Irrenanstalt. Ist das auch nur ein Block breit? Kommst du vorbei? Nö, ne? Alex? Hm? Hier, Ausgang. Ist gerade nicht so praktisch, weil ich gehe jetzt down. Hallo, Sie. Geht's Hallo. Dir? Mir geht es offensichtlich Mann, besser ey! Du hast mich Egal. Ja, dass du jetzt auch stirbst, hilft uns nicht wirklich weiter, Moni. Ja, ist mir egal. Ich will am Pappen. Komm, nimm mich! Warum nimmst du nicht mich, du Pisser? Bist du tot, Alex? Ja. Mondi auch. Aber Mondi schafft's vielleicht raus. Ich geh erstmal raus. Ja, Mondi sollte rauskommen. Oh, es ist keiner da zum Bodyblock. Nein! Ich wäre ja da gewesen, aber... Hab ich, willst du nicht. Tschüss. Ich geh lieber raus. Zeni? Ja, ich bin am Ausgang. Du kannst raus. Ich habe aber auch den Geist nicht mehr gesehen, um zu blocken. Ich war in der Nähe, aber ich habe zu spät reagiert. Ich hab mich doch getraben. So, so, Chris. So, so. Na toll, ich hab einen Pip wieder. Freue dich über dein Leben. Wollte meinen Pip aber ja nicht haben. Ober. Ich bin echt schon begeistert, dass er keinen Nöt hatte. Ja, ne? Mal Ruf einer Krankenschwester. Ich wollte mich eigentlich tot umschmeißen lassen, damit er mich mitnimmt. Aber nee, Alex war schöner. Alex war auch so schön zu sein. Kommt nun mein Kanal, um Alex sexy Stimme zu hören. Ich habe ihn aber auch mehr genervt. Ist Grippe.
nicht woanders bleiben können. Zum Beispiel da, wo der Pfeffer wächst. Sie nimmt schon das Wasser mit. Was können denn die Afrikaner jetzt dafür? Dankeschön. Ich habe mir gerade den Clip angeguckt. Ja, super, ne? So, gucken wir mal rein in den Clip. Warum bist du denn erkältet, Mia? Ja, ist das bitte also, bei dem Scheißwetter nicht, ja? Also, Kathi. Oh. Die Irrenanstalt hat erst um 10:30 wieder auf. Ja, ich hab's gelesen. Ich kenn doch die auch in die Richtung bauen. Und du kennst ja die Öffnung. Ja, stimmt, meine Familie wohnt ja nicht mehr in der Straße. Ja, Chris, lauf mal lieber ganz schnell weg. Ich bin von der NSA, so sieht's aus. Ich hab doch gerade einen Gen gesehen beim Spawn. Wenn man spielt, Nies tropft, ist so, so. Der mag nicht laufen, der Tee. Jemand eine lila Eiche. Genau. Eine lila was? Eiche. Oh, hi. Nee, hab ich auch hier nicht. Ich glaub, oh mein Gott, kann das einer bitte klippen? Okay, ich habe mir den Clip auch angeguckt. Genial. Gut, oder? Ja. Also eine hätte ich ja noch. Das Einzige ist, ich glaube, eure Mikrofone sind nicht so toll. Und danke, Akasha 184 fürs Hosten. Dankeschön. Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Ich auch nicht. Man hört dich in Alex Mikrofon. Ja, das ist dabei. Das liegt also an Jules Headset, weil Jules Headset so eingestellt ist, dass man sie mit ihrer leisen Stimme trotzdem noch hört. Ja, gut. Und das ist halt das Problem. Wir sitzen halt auch direkt nebeneinander. Also Alex und ich könnten Händchen halten und kuscheln, wenn wir das wollen. Na! Das Problem habe ich aber auch mit meinem Freund. Jetzt werde ich neidisch. Ja. Keine Chance, wenn man so nah beieinander sitzt, dass das irgendwie nicht so ist. Sorry, 1984, nicht 184. Läuft halt bei mir. Aber trotzdem danke für den Host. Haha, Mia, ha, ha. Mia. Nein, sie eben nicht. Was, Kathi? Wurden wir gedodged? Ja. Ja. Ich und mein Mann haben uns extra dafür neue Mikrofone gekauft. Wir hören uns jetzt nicht mehr. Wir beieinander. Er sitzt hinter mir, mehr oder weniger. Du kannst zwar kein Händchen halten, aber könnt ihm rein theoretisch was an den Kopf werfen. Ja, anwerfen kann ich auch am anderen Ende des Raumes, dann ist das was anderes. Wenn jetzt jemand bei mir auf der Couch sitzen würde, würdest du den bei mir nicht hören. Ah, auch so gut. Aber wir sitzen halt wirklich so, du kannst Kathi fragen, wir sitzen so nah aneinander. Dadurch, dass ich halt Linkshänder bin und sie Rechtshänder, haben wir die Tische halt auch so gestellt, dass wir quasi mit den Stühlen aneinander sitzen können, wenn wir wollen. Voll schlecht. Das Problem bei mir zum Beispiel, ich habe halt ein richtig starkes Mikrofon. Beim Händchen halten ist halt schwierig, ne? Das ist dann zu dicht. Get ready. Ah, no. Du lernst das einfach nicht. Bitch. Ja, besser. Langsam wird's was. Wir haben uns extra für... Mein Mann hat mich in seinem Mikrofon gehört. Ich ihn eigentlich nicht. Am meisten, wenn ich mit so netten Leuten unterwegs war wie euch, dann, joa. Er meinte so, PUBG, ohne dein Lachen im Hintergrund ist einfach nicht mehr dasselbe. Ja, ist halt einfach so, ne? Man gewöhnt sich dran. Auch nicht wieder. Ich bin ready. Ich hab mich auch dran gewöhnt, von meiner Frau die Dampf immer zu hören, wenn sie zieht. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir die neuen Mikrofons, jetzt geht's. Sei Dank. Das geht immer noch nicht mit den Usern. Ja, genau, Mia. Prügel mich. Ist schon in Ordnung. Ist mir aufgefallen, dass es nicht geht. Ich muss erst noch mal gucken, woran das scheitert. Ja, hält ja nicht. I wanna be me. So, ganz gesundes Frühstück heute, aber wenn ich krank bin, ist mir das auch scheißegal. Was gibt's denn? Chicken Nuggets und Kroketten. Pommes sind aus. Bin interessiert. Ja, also wir hatten... Ich hätte heute Morgen Lasagne. Na dann. Was weg muss, muss weg. Stimmt. Und heute Mittag gibt's Lasagne. Was? Oder etwa nicht. Ja, gibt es. Wir haben noch eine halbe Kasserole voller Lasagne. War ein bisschen viel? Nein. Also, ich glaube, Alex hat Muskelkater heute von der Bechamelsoße. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch.
Und da waren wir schon wieder gedodged. Die hassen uns. Das. Alex lädt ein. Zini war gerade beschäftigt. Was macht ihr da? Nicht so gar nicht wissen. Ich glaube auch, dachte ich mir auch gerade so.